Der Rhein. Vor uralten Zeiten, so geht die Sage, lag hier am Rhein das geheimnisvolle Königreich der Burgunder. Eines Tages trifft am Königshof zu Worms ein fremder Krieger ein. Es ist Siegfried von Xanten, ein Kämpfer mit legendärem Ruf. Im hohen Norden, so heißt es, hat er den Schatz des Königs Nibelungen erbeutet. 40 Wagenladungen Gold und Silber, dazu eine Tarnkappe, die unsichtbar macht. Mit seinem Wunderschwert tötet Siegfried einen Drachen. Ein Bad im Drachenblut macht ihn unverwundbar. Doch ein Lindenblatt hinterlässt eine ungeschützte Stelle zwischen den Schultern. Der siegreiche Held stellt sich in den Dienst von König Gunther. Zum Dank bekommt er Gunthers Schwester Kriemhild zur Frau. Die Hauptfiguren im großen Epos um Liebe, Verrat und Mord? Siegfried und seine Frau Kriemhild, ihr Bruder König Gunther und Hagen von Tronje, Berater des Königs. Er sieht in Siegfried eine Bedrohung und bringt König Gunther gegen den Helden auf. Im Auftrag des Königs stellt er Siegfried eine Falle und ermordet ihn mit einem Speerstoß in die einzig verwundbare Stelle. Der Schatz gerät in Hagens Besitz und er versenkt ihn im Rhein, um das Gold vor Kriemhild zu verstecken. Seither wahrt der Fluss das Geheimnis. Der Nibelungenschatz geht ein in die vielen Legenden, die sich um den Rhein ranken. St. Gallen in der Schweiz. Hier wird ein wichtiger Hinweis bewahrt. Im Benediktinerkloster befindet sich eine der ältesten Handschriften des Nibelungenlieds. Sie stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Joachim Heinzle ist ein Kenner der Nibelungensage. Er glaubt, der Text erzählt von wahren Begebenheiten, die viele Jahrhunderte älter sind als die Schrift selbst. Grundsätzlich ist es so, dass Heldensage als historisch galt, also als Form der Geschichtsüberlieferung. Birgt auch das Nibelungenlied konkrete Hinweise, die zum Nibelungenschatz führen? Nach Siegfrieds Tod sinnt seine Witwe Kriemhild auf Rache. Sie wendet sich von den Burgundern ab und heiratet den Hunnenkönig Etzel. Auf ihre Einladung hin reist der Burgunder König Gunther samt Gefolge an den Hof des Hunnenkönigs. In einem beispiellosen Gemetzel finden sie dort allesamt den Tod. Die Burgunder sind ausgelöscht. Reine Legende oder historische Wahrheit? Fakt ist, zum ersten Mal erwähnt werden die germanischen Burgunder im 1. Jahrhundert. Um diese Zeit siedeln sie noch im Gebiet des heutigen Polen. Zu Beginn der Völkerwanderung gewinnen die Burgunder neues Siedlungsland am Rhein. Das Zentrum ihres Reichs liegt genau dort, wo die Nibelungensage spielt, in Worms. Und wie in der Sage sind auch die echten Burgunder dem Untergang geweiht. Um das Jahr 435 werden sie von römischen Truppen besiegt. König Gunther aus der Sage hat ein historisches Vorbild, den realen Burgunderkönig Gundahar. Die Parallele zur Sage geht noch weiter, denn auf der Seite der Römer kämpfen auch Hilfstruppen. Laut römischen Quellen waren es Hunnen. Auch Hunnenkönig Etzel hat ein reales Vorbild. Attila, den legendären Anführer der Hunnen. Wie Etzel soll auch Attila mit einer Germanin verheiratet gewesen sein. Sie könnte das historische Vorbild für die Figur der Kriemhild sein. Wenn so viele Figuren aus der Sage historische Wahrheit spiegeln, dann spricht vieles dafür, dass auch der legendäre Schatz tatsächlich existiert. Auch Schatzsucher Hans-Jörg Jacobi sieht in den historischen Wurzeln der Legende eine Bestätigung. Im Nibelungenlied steht eigentlich drin, wo er versenkt ist. Ja, und zwar ganz genau.
Ihm ist eine Textzeile im Nibelungenlied aufgefallen. Hagen versenkte dem Schatz Zem Loche, also bei Loche. Beschreibt das die Lage des Schatzes? Jacobi studiert alte Flurkarten der Region und stößt auf einen lange verschwundenen Ort. Flochheim, Loche. Der Ort überzeugt nicht nur wegen des Namens. Die Lage scheint ideal. Noch ein bisschen weiter rein abwärts gibt es eine Ecke, eine große Rheinkurve. Und dort ist eine tiefe Stelle, sagen wir mal so 16, 18 Meter, so im mittleren Wasserstand. Heute heißt das der Schwarze Ort. Die Stelle ist auch heute noch kaum zu übersehen. Und Jacobi hat eine Theorie, warum die Taucher bisher nichts finden konnten. Über die Jahrhunderte hat sich der Verlauf des Flusses verändert. Biegungen werden begradigt, Zuflüsse sind ausgetrocknet. Das Flussbett hat sich an vielen Stellen verschoben. Was früher der Grund des Rheins war, liegt heute trocken. Der Fluss hat schon viele Schätze wiederhergegeben. Daran glaubt auch Helmut Siegert. Der Ex-Maschinenbaumeister aus Heidelberg hat eine eigene Suchmethode entwickelt. Mit selbstgebauten Wünschelrouten hat er hunderte Wasserquellen aufgespürt. Jetzt will er auch den Nibelungenschatz geortet haben. Eine dünne Drahtroute soll auf elektromagnetische Schwingungen reagieren. Ich habe mich dann hingesetzt und habe einfach gesagt, so, okay, Worms, wo ist hier was? Und da tat sich nichts. Hab dann die anschließende Karte genommen. Und Sie sehen jetzt schon, was passiert. Da geht die Route hier auf einmal hier nach links. Und dann habe ich die Karte auf die andere Seite reingedreht. So, und dann geht die Route auf einmal hier langsam immer weiter bis hierher. An der angezeigten Stelle befindet sich in der Tat eine Markierung auf der Karte. Ganz nah am Rhein. Führt sie Siegert zum Nibelungenschatz? Was er vor Ort entdeckt, übertrifft seine Hoffnungen. Ich stehe hier vor Ruinen einer alten Festung. Das war hier ein römischer Burgus mit Hafen, wo Schiffe beladen wurden von den Steinen, die aus dem Odenwald kamen. Nach Siegerts Theorie hat Hagen den Schatz auf zwei Boote geladen und ist damit zum ehemaligen Hafenbecken der Römer gefahren. Dort hat er die Boote samt Schatz versenkt. Um später wieder an den Schatz zu gelangen, hätte er nur den Hafen trockenlegen müssen. Um seine Theorie zu überprüfen, hat Siegert ein Bodenradar eingesetzt, das Metall im Untergrund aufspüren kann. Genau dort, wo er den Schatz vermutet, schlägt das Gerät aus. In 4 Meter Tiefe liegt offenbar etwas. Siegert ist sicher, es ist eines der beiden Boote, beladen mit Gold. Für Helmut Siegert ist das der Beweis, dass Hagen hier den Nibelungenschatz versenkt hat. Allerdings kann Siegert die Theorie nicht überprüfen. Das Areal steht unter Denkmalschutz. Grabungen sind hier verboten. Einen Finderlohn hat er sich trotzdem vorsorglich notariell beglaubigen lassen. Schlagzeilen macht 2014 ein anderer Fund nahe des Rheins. In einem Waldstück im pfälzischen Rülsheim findet ein Sondengänger Gold- und Silberschmuck im Wert von über 1 Million Euro. Der Nibelungenschatz? Im Wald bei Rülsheim führt uns Benjamin Czerny an den Ort, an dem er 2014 den Fund seines Lebens macht. Und hier ist dann auch die Fundstelle. Man sieht, hier ist noch ein bisschen eine Vertiefung. Benjamin Czerny ist damals schon fast auf dem Heimweg, als sein Detektor Alarm schlägt. Sofort beginnen er und seine Begleiter zu graben. Den gesamten Fund filmt er zu Hause und zeigt seine Entdeckung stolz im Internet. Das schönste Stück. Leider fehlen hier vereinzelt auch Edelsteine, die wahrscheinlich rausgefallen sind. Das Video weckt das Interesse der Behörden. Der Schatz wird beschlagnahmt.
Der Barbarenschatz von Rülzheim landet im Landesmuseum Koblenz. Schnell wird klar, der Schatz stammt aus römischer Zeit. Eine echte Sensation aber ist die Schale. Diese Schalen sind absolut typisch für hunnische Fundzusammenhänge. Der archäologische Beweis für die Anwesenheit von Hunnen am Rhein, zeitgleich mit den Burgundern. Ist der Barbarenschatz von Rülzheim der sagenumwobene Nibelungenschatz? Für die Wissenschaft eine offene Frage. Die Stücke stammen zwar eindeutig aus der Zeit der Burgunder, doch ob sie auch aus ihrer Schatzkammer stammen, ist unklar. Möglicherweise ist dieser Schatz einer von zahlreichen Schätzen, die in der Völkerwanderungszeit in den Boden gelangt sind, die praktisch die Basis geboten haben für die spätere Legende. Vielleicht liegt der Nibelungenschatz also tatsächlich schon unerkannt im Museum. Oder aber Hans-Jörg Jacobi hat den richtigen Ort längst gefunden. Jacobi ist seiner Vermutung nachgegangen. In den 1970er Jahren lässt er schweres Gerät herbeiholen und einen Schacht bohren. Doch die geplante Schatzhebung erweist sich als kompliziert. In 10 Metern Tiefe stößt der Bohrer auf hartes Gestein. Jacobi lässt den Schacht mit Rohren stabilisieren. Aber die Konstruktion ist nicht sicher. Dann haben wir dann einen Taucher reingeschickt. Dann hat er sofort angefangen, gegen die Wand zu klopfen und haben ihn mit schweren Mühen hochgezogen. Das Unternehmen ist zu gefährlich. Jacobi bricht die Mission ab. Ein Fehlschlag, der auch Hoffnung weckt. Jacobi glaubt, das undurchdringliche Gestein könnte eine Deckplatte sein, die Hagen über den Schatz gelegt hat. Darunter vermutet er einen Hohlraum, gefüllt mit dem Gold der Nibelungen. Es könnte sein, dass zum Beispiel dort Amphoren stehen, dicht bei dicht. Und dann ist tatsächlich vielleicht eine Abdeckung oder irgend so etwas. Für weitere Grabungen findet Jacobi keine Finanzierung. Beweisen kann er seine Theorie bis heute nicht. Irgendwie wird das schon mal gefunden werden, aber so leicht wird es nicht werden. Sicher weiß wohl nur der Rhein, ob es den Nibelungenschatz je gegeben hat. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass die alte Sage viel mehr ist als bloße Fantasie. Sie ist das dramatische Echo historischer Wahrheit.